Hallo zusammen. Hast du auch Probleme, deinen Google Play Store auf dem Huawei P40 Pro, P40 Lite oder sogar auf der 5G-Variante, mit der wir hier gerade filmen, zu installieren? Dann bist du jetzt genau richtig. Ich habe eine schöne Methode gefunden, wie man ohne großen Aufwand, wirklich ohne großen Aufwand, ohne Kenntnisse, genau diese Installation vornehmen kann. Bevor wir mit dem Intro starten, noch mal einen kleinen Hinweis am Rande, den darf ich nämlich nicht vergessen. Ich hatte ja das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Wenn ich dran denke, blende ich euch das die Infobox noch mal ein. Da habe ich ja noch mal beschrieben, warum denn die Installation des Google Play Store auf den aktuellen Geräten nicht funktioniert. Es liegt überwiegend immer am Betriebssystem. Das ist also Fakt und stimmt auch so, dass wenn ich es gar nicht installieren kann mit den Hilfsmaßnahmen, die ich euch gezeigt habe, dann liegt es natürlich am Betriebssystem, weil es nicht unterstützt wird. Dazu kommt aber jetzt wohl die Problematik, dass man wohl die Installation gut machen kann, aber dann die Anmeldung nicht möglich ist. Das konnte ich leider noch nicht testen. Vielleicht habe ich noch Zeit und Gelegenheit, das zu testen, weil ich auf meinem aktuellen Huawei P40 Lite, da ist ja alles installiert und da funktioniert auch alles. Deswegen bei einer Neuinstallation scheint aber Google diese Anmeldung ausgesperrt zu haben. Ihr könnt ja gerne nochmal davon berichten. Nicht, dass das tatsächlich auch nur an der Zwei-Wege-Authentifizierung liegt. Das heißt also, wenn ihr einen Google-Account nutzt, der keine Zwei-Wege-Authentifizierung hat, weil ihr gerade einen neuen angelegt habt, es könnte auch daran liegen, denn Google hat da die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Das heißt also, probiert dann eventuell, wenn ihr Lust habt, das durchaus nochmal aus. Denkt aber bitte an eine Datensicherung und guckt mal wegen der Zwei-Wege-Authentifizierung. Ja, ob das eventuell damit klappt. Alles andere, wie es jetzt aber hier wichtig ist für dieses Video, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß! So, bevor wir starten, zeige ich euch als erstes mal, was wir hier für ein Betriebssystem haben. Also wir haben hier das Huawei P40 Lite 5G. Bei dem ging es ja bis jetzt überhaupt nicht. Und mit einer MIUI-Version 10.1.1.122. Auch eine hohe Version, die nicht geht. Um das zu installieren, das virtuelle Betriebssystem, müsst ihr erstmal den Browser öffnen. Und dort gebt ihr dann die Internetadresse ein. Ganz simpel, VMOS. Und dann bei der Google-Suche dann auf vmos.com gehen und dann öffnet sich direkt die Ansicht mit dem Download. Hier könnt ihr dann schon mal als erstes auf Pro Download gehen. Und dann kann in aller Ruhe die Seite bzw. die APK geladen werden. Das ist eine APK, also eine Applikation, die ihr dann ganz normal installieren könnt gleich. Auf der Seite findet ihr dann noch einiges an hilfreichen Informationen, mit denen ihr dann ja, euch mal reinlesen könnt und seht, was so dieses virtuelle Betriebssystem so alles kann. Auch habt ihr hier eine umfangreiche FAQ-Sammlung, die jetzt aber nicht ganz so aktuell ist, habe ich so das Gefühl. Hier wird dann noch von Android 4 und so weiter berichtet. Mittlerweile läuft ein stabiles Android 7 da drauf und soweit ich das nachgelesen habe, ist ein 9 in Planung. Ja, ansonsten lädt jetzt die APK. Der Server scheint im Ausland zu sein, auf jeden Fall Asien vermute ich, also es kann ein bisschen dauern. Wenn ihr dann den Vorgang im Hintergrund habt laden lassen und die Datei nicht mehr wiederfindet, dann könnt ihr ganz einfach über den Dateimanager gehen. Dort dann auf Browser und dort findet ihr dann die APK, die ihr einfach durch Anklicken dann installieren könnt. Ihr müsst natürlich alle Genehmigungen jetzt hier zulassen, alle Berechtigungen freigeben, damit die App ordnungsgemäß auch arbeiten kann. Nach der Installation bekommt ihr hier dann noch ein paar Informationen angezeigt, worum es ja eigentlich geht, welche Android-Versionen zur Verfügung stehen und so weiter. Einfach durchgehen und bestätigen. Dann müsst ihr hier
beim Setup freigeben, dass andere Apps hier das angezeigen können. Das ist dann im Prinzip so ein kleiner Bubble, den ihr dann seht nachher, um in das jederzeit wieder in dieses virtuelle Betriebssystem zu hüpfen. Jetzt ist die installiert und hier müsst ihr jetzt alle Angaben auch bestätigen bzw. zulassen, damit zum Beispiel Zugriff auf Mikrofon und so weiter auch möglich ist. Installieren solltet ihr jetzt hier die 64-Bit-Version mit dem Android 7. Ihr könnt natürlich auch testweise die andere installieren, 32-Bit Android 5. Müsst ihr mal schauen, was ihr da braucht, beziehungsweise welches flüssiger läuft. Dieser Test habe ich jetzt hier mit der 7er Version gemacht. Die ist ja auch schon nicht mehr die jüngste. Wir sind ja mittlerweile bei 10 mit der EMUI Version, aber für unsere Zwecke sollte das hier, denke ich mal, wunderbar reichen. Ja, mit dem kleinen Pfeil könnt ihr in die installierten Apps swipen, wie man ja heute so schön sagt. Und dort könnt ihr dann über VM-Settings noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar müsst ihr hier dann den Haken bei Google Service aktivieren. Dann fängt ihr an, den im Hintergrund zu installieren. Einfach auf Complete drücken. Und als nächstes solltet ihr Background Keep Alive anklicken. Das heißt, damit die App beziehungsweise der virtuelle oder das virtuelle Betriebssystem immer im Hintergrund weiterläuft. Nach der Installation müsst ihr einmal neu starten, stand auch da, damit der Google Service dann ordnungsgemäß installiert ist. Und durch Antippen der VMOS Pro App könnt ihr dann die virtuelle Maschine wieder neu starten, um dann ganz normal weiterzumachen. Wenn ihr jetzt in der Mitteilungszentrale oben mal schaut, die die virtuelle Maschine auch hat, dann seht ihr, dass der Google Service ganz normal installiert ist und auch funktioniert. Und sogar die Google Protect ist aktiviert. Da haben wir ja viele Probleme gehabt bei den anderen Installationsmöglichkeiten, die wir bis jetzt so durchgegangen sind, dass quasi dieser Installationsweg ja nicht valide war und nicht anerkannt wurde und dann immer so eine Warnmeldung kam, dass diese Protection da nicht aktiviert wurde. Ja, nach der Installation könnt ihr den Play Store ganz normal starten und euch anmelden. Hier gebt ihr am besten eure Daten von einem validen Google-Konto ein. Ich habe festgestellt, es muss ein Konto sein, was die zweifache Authentifizierung hat. Sonst funktioniert das nicht richtig. Warum genau, kann ich nicht sagen. Ich habe ein anderes Konto, was nur einfach authentifiziert ist. Und da funktionierte also nicht alle Services, beziehungsweise einige Funktionen waren da eingeschränkt. Nachdem ihr das dann installiert habt, könnt ihr ganz normal, wie ihr möchtet, hier eure Apps installieren. Diese erscheinen dann, wie ihr es gewohnt seid, im Hauptmenü und die können natürlich von da aus jederzeit auf den Homescreen oder auf einen weiteren Screen verschoben werden. Das ändert sich oder beziehungsweise da hat sich ja nichts geändert. Ist ja ein klassisches Android-System, wo ihr im Grunde genommen auch alle das machen könnt, was ihr sonst ja auch machen könnt. Das ist ja sozusagen das absolut Geniale hier, weil wir simulieren ja tatsächlich einfach nur ein zweites Handy. Das ist schon irgendwie cool, denn ich kenne das ja aus der PC-Umgebung, da wird ja mit virtuellen Systemen sehr viel gearbeitet. Ich mache meine ganzen Scammer-Videos, mache ich ja auch darüber oder damit, mit Hilfe, indem ich dann virtuelle Maschinen aufsetze, wo ich die Scammer dann drauf lasse. Und das Ganze haben wir jetzt hier als Android-virtuelles Betriebssystem auf einem Android-Handy. Also ich bin begeistert. Dann habe ich bei der einen oder anderen App festgestellt, wie ihr jetzt gesehen habt, dass das so blinkt. Das war gerade bei Facebook so. Das war dann leicht zu beheben, indem man einfach dann nochmal das Betriebssystem neu startet. Ich vermute, da sind irgendwelche Rechte noch nicht richtig vergeben, die erst nach einem Neustart dann funktionieren. Weil danach konnte ich dann einwandfrei hier die App starten und mich anmelden. Wie bei allen anderen Apps, die ich so getestet habe. Also da haben wir wirklich gar keine Nachteile
Und ich kann die wunderbar nutzen. Vor allen Dingen auch alle Nachrichten, Mitteilungen sind gekommen. Also das ist schon beachtlich. Dazu mal, ich betone, hier das wirklich als zweites Handy im Handy sozusagen läuft. Und das hat mir also schon mal sehr, also wirklich sehr gut gefallen. Hier auch nochmal ein fettes Dankeschön an die Entwickler. Ich hoffe, die machen jetzt auch weiter, damit wir dann auch hier mal ein neueres iOS-Betriebssystem, nicht iOS, sorry, wir sind ja bei Android-Betriebssystem dann auf unseren schönen Huawei auch parallel nutzen können. Auch Google Maps läuft. Hier habe ich allerdings feststellen müssen, dass die Ortung irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also er kann meinen Standort nicht so 100% definieren. Fand ich ein bisschen komisch. Habe ich aber auch bei der Pokémon Go App festgestellt, die nämlich gar nicht startet im Moment, weil er wohl nicht genug Zugriff auf die Karten von Google hat, was sehr wichtig ist. Aber alle anderen Apps, jetzt hier zum Beispiel wie das YouTube Studio oder Instagram und Facebook und wie ich, die habe ich ja alle geöffnet, die laufen wunderbar und einwandfrei. Von daher haben wir da gar keine Beschränkungen in irgendeiner Weise. Ich könnte theoretisch auch parallel hier einen zweiten WhatsApp-Account aufmachen. Ich nutze ja einen geschäftlich, einen privat. Also das fand ich auch ziemlich cool. Ja, wie ihr gesehen habt, überhaupt kein Hexenwerk. Wirklich eine ressourcenarme Möglichkeit, ein paralleles Betriebssystem zu installieren, gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Hier haben wir sogar die Möglichkeit, WhatsApp, einen zweiten Account zu installieren. Wir können beliebig viele Google-Accounts installieren, habe ich getestet. Wichtig ist halt, wie gesagt, einfach nur, dass der Google-Account diese Zwei-Phasen-Authentifizierung hat, also über einen SMS oder über einen Authenticode, damit ihr dann tatsächlich dann den auch im vollen Umfang nutzen könnt. Warum das unbedingt notwendig ist, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß zum Beispiel nur, dass die Google-eigene Mail-App, die jetzt ein fettes Update bekommen hat über Android, dass die dann gar nicht funktionierte. Also der Account wurde da nicht anerkannt. Also von daher nutzt einfach das. Da geht es ja auch wie immer um die Sicherheit, nehme ich an. Deswegen Google dann gesagt hat, okay, dann wollen wir diese einfach authentifizierten Accounts gar nicht mehr hier zulassen. Also wunderbar. Dann habe ich festgestellt, ja, dass Google beziehungsweise Pokémon Go nicht richtig funktioniert. Ich denke, das liegt daran, dass wir keine umfangreichen Root-Rechte haben. Der Hersteller der Software hat die Root-Rechte eingeschränkt und wenn ihr die freischalten wollt, dann bekommt ihr den Hinweis, dass ihr doch bitte hier ein kostenpflichtiges Abo abschließen sollt, entweder für 3,99 im Monat oder 59 Euro, glaube ich, im Jahr. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Würde ich natürlich gerne machen. Das mache ich auch, wenn dieses Video bis zu 1000 Daumen rauf bekommt oder 1000 Kommentare hat. Dann schließe ich das ab und mache dann nochmal ein Testvideo, ob wir mit den zusätzlichen Root-Rechten dann da Erfolg haben. Warum komme ich darauf, dass wir damit mehr Erfolg haben? Weil es etliche Videos gibt über die Software, müsst ihr mal bei YouTube googeln, in Verbindung mit Pokémon Go. Und da wird beschrieben, dass ihr diese Root-Rechte vergeben müsst an die App. Nur früher ging das wohl kostenfrei, mittlerweile muss es halt kostenpflichtig gemacht werden. Ich kann das auch verstehen, die Jungs haben viel Arbeit, sollte man natürlich dann schon honorieren. Aber alleine diese kostenfreie Pro-Variante, die wir jetzt hier haben, das ist ja schon super, was wir alles machen können. Wir haben halt fast keine Einschränkungen, wie gesagt, fast. Denn auch die Standortortung scheint tatsächlich mit dem Rootkit da zusammenzuhängen. Die funktioniert ja nicht einwandfrei. Navigieren funktioniert. Ich habe es allerdings nicht probiert, wie dann der Navigator mit der fehlenden oder eingeschränkten Standortortung klarkommt. Zumindest kann ich Routen anlegen. Das habe ich also probiert. Ich habe noch nicht damit rumnavigiert. Also, sollte euch das Video gefallen haben, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und auch, wie immer, lasst ein Abo da, damit ihr dann die neuesten Neuigkeiten zu dem Thema hier auch bekommt. Und schaltet die Glocke an, wenn ihr Lust habt, dann kriegt ihr jedes Video natürlich auch entsprechend gemeldet. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.